Hallo, hier ist Alexandra von Ruhe Energie. Ich wollte euch jetzt mal einen kleinen Mini-Haul von Norma zeigen. Ich bin da vorhin eigentlich nur hingelaufen, weil ich ein bisschen spazieren gehen wollte und vor allem einen Soja-Joghurt kaufen wollte, der nicht so wahnsinnig teuer ist. Und ja, da habe ich dann noch ein paar andere Sachen entdeckt. Also einmal habe ich eben den Soja-Joghurt gekauft, der kostet 99 Cent. Ich denke, dass der wahrscheinlich jetzt nicht so bombe schmecken wird, aber das ist mir, also da ich das nur im Müsli esse, ist es für mich jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn der so ein bisschen nach Sojabohnen schmeckt. Da habe ich jetzt den Vanille und den Natur gekauft. Es gibt den auch noch mit Heidelbeere, der war aber ausverkauft. Und also wie gesagt, da kosten 400 Gramm 99 Cent. Und wenn man jetzt überlegt, die von Alpro kosten, die sind zwar 500 Gramm drin, aber kosten 1,79, ist das schon ein deutlicher Preisunterschied. Und sie kosten eben alle auch gleich viel, was ja zum Beispiel Edeka jetzt auch gemacht hat, also verändert hat. Da haben die vorher auch gleich viel gekostet, 1,49, und jetzt haben sie die Vanille und Heidelbeer kosten jetzt 1,59, was ich jetzt auch irgendwie ein bisschen doof finde, weil super toll schmecken sie eben auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, guckst du noch mal ein bisschen rum. Und dann habe ich auch noch Brotaufstriche entdeckt. Und das ist immer so ganz gut, auch zum Beispiel, um mal eine Soße zu strecken, oder beziehungsweise nicht zu strecken, sondern ein bisschen Geschmack zu geben. Habe ich einmal Kräutergemüse gekauft. Und das finde ich halt echt super bei Norma, dass die Sachen immer als vegan gekennzeichnet sind. Und die sind eben jetzt laut Dr. Jakobs Ernährungsplan eben auch sehr gut im Rahmen. Sie haben nämlich, der hat 248 Kalorien pro 100 Gramm und davon 2,4 Gramm fettsättigte Fettsäuren. Das Salz ist mit 1,1 jetzt noch okay. Aber eben wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Soße mit Reismilch und dann ein bisschen davon was als Geschmacksträger, dann ist es ja auch völlig im Rahmen. Und hier der Curry hat 240 Kalorien, 2,6 Gramm gesättigte Fettsäuren und auch 1,1 Gramm Salz. Dann habe ich gedacht, ach, das muss ich jetzt einfach mal mitnehmen. Da muss ich es nicht mal selber machen. Hier Smoothie, einmal Apfel, Banane, Mango, Maracuja. Auch mit vegan deklariert und der Erdbeer-Banane eben auch. Da hatte ich jetzt irgendwie einfach mal Lust drauf. Und was ich total klasse finde, das habe ich gesehen, das sind diese Sachen, die sind diese Fertiggemüse-Dinger. Und dass die halt eben, hier unten steht es drauf, mit vegan deklariert. Das ist nämlich immer so, das ist also einmal hier italienischer Art und einmal Feinschmecker. Moment. Hier Feinschmecker-Art. Da unten auch vegan. Und das gibt es noch mit asiatisch, das war eben auch ausverkauft. Also war wirklich, wird gut angenommen anscheinend. Dann spart man sich nämlich immer diese Sucherei. Dann steht man dann beim Aldi und beim Lidl oder bei anderen die ganze Zutatenliste durch und am Ende ist man dann doch, steht dann unten irgendwo dran, doch Laktose oder was ist ich, Butter oder Sahne oder sowas. Und dann steht man da immer rum und rum. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal auch nicht so viel Zeit beim Einkaufen, dass ich da irgendwie dann 5 Packungen mir angucke, auch wenn dann vegetarisch draufsteht und dann ist doch irgendwas drin, was ich dann nicht essen kann. Und dann muss ich sagen, das finde ich halt echt super bei Norma, dass die Sachen dann mit vegan gekennzeichnet sind. Und dann habe ich noch was für den süßen Zahn. Die werden jetzt runtergesetzt, die Weihnachtsmänner, auf 1,49. Und was man auch essen kann, das habe ich jetzt auch mal, das war eben vorne an der Kasse, dieser Baumstamm-Marzipan. Hoffe ich zumindest. Also letztes Jahr war es zumindest so. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Doch. Also, ist immer noch vegan. Weil nämlich letztes Jahr hatte ich das alles, hatte ich ja die ganzen Süßigkeiten durchgeguckt. Und da war das eben auch dabei. Und ja, da hat man wirklich eine schöne Ausbeute und da kann man immer mal gucken bei Norma. Also jetzt auch mit dem Gemüse, das ist zum Beispiel neu, das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und ja, finde ich super, dass Norma das macht, dass die das so deklarieren. Aber ich merke auch bei anderen, auch bei Aldi und sowas, dass das auch immer mehr zumindest vegetarisch draufsteht. Aber es ist halt natürlich für uns Veganer immer schön, wenn es dann halt auch wirklich, wenn es vegan ist, dass es draufsteht, weil sonst muss man doch immer wieder nochmal drauf gucken. Und sicher sein kann man sich dann oft doch auch nicht. Und ob da nicht doch irgendwas drin ist in Spuren, mein Gott, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, aber manche wollen es halt dann ganz genau wissen. Und deswegen finde ich das halt total super, dass es bei Norma draufsteht. Finde ich klasse. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.